So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2. Ich habe letztes Mal gesagt, ich wollte mir ein paar Musiklevel angucken. Vielleicht machen wir doch erstmal die 0%-Dinger. Das interessiert mich gerade ein bisschen mehr. Ich gucke mal ganz kurz hier durch, ob wir irgendwas total super cooles sofort finden. Einfach aufgrund des Namens, vielleicht irgendein Anime-Lied oder sowas, ne? Aber ansonsten... gehen wir erstmal... weiter. Und machen 0% Level. Machen wir das mal. Also dafür muss ich was tun? Dafür muss ich die sortieren nach Abschlussrate. Ja? Sehe ich das richtig? Und dann bekomme ich ganz oben die, die nicht abgeschlossen worden sind. Tatsache. Okay. Ach so, vielleicht sollte ich das nicht in super hart machen. Weil dann kommt wahrscheinlich. Dann kommt wahrscheinlich kranker Mist. Ja, da kommt kranker Mist. Das spielen wir nicht. Vielleicht sollte ich das nicht auf super hart machen. Super Expert, also Dings. Vielleicht machen wir es einfach auf alle. Und vielleicht machen wir hier auch alle. Okay. So, das ist super beliebt, aber hat keiner abge... Wie, doch, das haben Leute abgeschlossen. Und zwar 33, okay. Hä, hey, das haben auch Leute. Wie kriege ich jetzt null... Ich will null Leute haben. Das hat keiner abgeschlossen. Warum sind das... Ist das normal, dass das alles Musiklevels sind? Oh. Moment. Moment. Ich hab hier was vergessen. Okay. Das erklärt Dinge. Mein Gott, bin ich lost, ey. Speedrun. Ja, die 0% sind aber 289 Abschlüsse. Gut. 41. Pit of Punk. Sowas will ich doch gar nicht. Hilfe. Okay, machen wir nicht abgeschlossen, aber normal. Gottes Willen. Difficult, no. Vom 20. Ja gut, das hat halt auch noch kaum einer gespielt. Das ist dann wieder was anderes. Wie sucht man denn richtig nach diesen 0%-Dingern? Weil das ist jetzt halt, weil es neu ist, ist das natürlich... Okay. Machen wir jetzt hier so Kaizo-Kram. Ja gut. Das kriegen wir noch hin. Mal gucken, was alles kommt. Solange ich Möglichkeiten habe zu resetten, ist es eigentlich nicht so schlimm. Okay, die Zeit ist vielleicht ein Problem. Oh Mann, wieso kann ich den denn nicht? Der ist doch nicht so schwierig. Es ist schon ganz schön hoch. Ja, das war's nicht. Ich muss da halt... Der ist halt echt hoch, ne? Den muss ich richtig gut machen. Oh je. Das reicht nicht mal eben so ein bisschen daran zu springen. Da muss ich schon ganz schön hochkommen. Ach, verdammt. Oh je.
Nee. Nee. Was wäre denn da alles gekommen? Okay. Eigentlich nicht viel, ne? Hä? Hä? Ah. Lost. Eigentlich nicht viel. Ach. Aber der Pisage-Jump ist, glaube ich, am. Ah, oh, Mann! Am schwierigsten. Weil der halt, der ist halt enorm hoch. Oh je. Ah, Mann, wieso kann ich das denn nicht? Halt, jetzt nimm ihn halt. Oh, jetzt spring doch ab noch, Mann. Mario. Mario. Nicht so. Ah. Nee, Mario, so geht das nicht. So geht das nicht, Mario. Nein, du musst doch abspringen. Ach, Mario. Was kannst du überhaupt? Reicht es denn eigentlich vielleicht auch loszulassen einfach? Nee, ich muss den schon. Das muss doch aber dann von hier aus auch. Nice! Jetzt muss ich nur noch hier hochkommen. Oh je. Die Zeit habe ich aber dafür nicht mehr. Ah, die Zeit habe ich dafür nicht mehr. Ah, schade. Die Zeit habe ich dafür nicht mehr. Okay, einmal versuchen wir es noch, bis die Zeit abgelaufen ist, dann gebe ich es auf. Oh Mann. Ah, das ist immer so knapp. Alter, nimm ihn halt mit. Nein, jetzt hätte ich abspringen müssen. Dann hätte es gepasst. Oh, es ist ärgerlich, dass ich diese P-Jumps nicht kann, ne? Die sind halt eigentlich nicht so schlimm. Mist. Nein, jetzt hätte ich wieder abspringen müssen. Dann hätte ich es gehabt. Mann! Ja, aber zu spät. Das schaffe ich jetzt halt nicht mehr. Da müsste ich jetzt halt wieder. Das kriege ich nicht hin. Egal. We tried.
Ich würde halt gern was haben, was schon viele versucht haben, aber eben nicht geschafft haben. Das hier sind ja alles so ganz neue, ne? Aber Hochladezeitpunkt ist auf alle. Wie kann ich denn das? Das sind alles so welche, die halt ganz neu sind. Hier 19.06., 19.06. Wie schaffen es die Leute denn immer so Level zu finden? Muss ich das dann so machen? Nee, das sind auch die von 20.06. Keine Ahnung, egal. Dann machen wir was anderes. Ich halte mich doch da jetzt nicht 3 Jahre lang auf. Ich habe gesagt, ich will ein bisschen Multi machen. Dann machen wir auch ein bisschen Multi. Dogman, Meme-Man und Rowan. Kurz und knackig. Hat sogar den Tag gegeneinander. Besiege mindestens 10 Koopas. Ja, toll. Gegeneinander, aber Zielbedingungen. Super. Das ist genau mein Ding. Okay, es geht aber trotzdem jeder in eine eigene Röhre, ja? Wie soll das denn dann mit den 10 Koopas? Hä? Ach so, oh. Oh, okay. Aber wenn die anderen jetzt anfangen, welche zu besiegen. Oh, das ist ja cool. Aber wenn die anderen jetzt anfangen. Ach, Mist. Nein. Ja. Nein. Aber wenn die anderen jetzt anfangen. Oh mein Gott. Nice. Aber wenn die anderen jetzt anfangen, welche zu besiegen, kriegen die doch auch die Zielbedingung. Also das funktioniert doch trotzdem nicht so ganz genau. Ich könnte doch jetzt. Ach so, nee! Ist ja klar. Es bekommt ja der die Zielbedingung, der den 10. erledigt. Klar, logisch, verstanden. Oh, das heißt aber auch, ich könnte die ganze Arbeit machen und ein anderer erledigt den 10. Oh no. Oh Mist. Ja, genau das meine ich. Jetzt hat einer die Zielbedingung und kann abschließen. Aber wir kommen zumindest mit an die Stange ran. Aber hat er jetzt mehr Koopas erledigt? Das ist ja eigentlich, ne? Gewinnt jetzt ja nicht der mit den meisten Koopas, sondern nur der, der den 10. Koopa erwischt. Das ist nicht ganz so durchdacht. Die Idee ist cool, dass jeder so ein eigenes Ding hat, aber es ist ja am Ende doch Glück, wer den 10. Koopa erwischt. Ja, zum Glück haben wir keine Punkte, nicht viele Punkte verloren, weil wir halt auch mit an die Stange können. Das ist gut, dass das möglich ist. Aber ansonsten war es nicht so gut durchdacht. Dann wäre es besser, man macht einfach 3 oder 4 Räume, wo jeder Koopa so einen Schlüssel gibt und man kommt durch die Schlüsseltür weiter bis zum Ziel. Und dann muss wirklich jeder diese Anzahl an Koopas eben schaffen, die man zur Verfügung hat. Naja. Goomba Hills. Warum fängt es jetzt an zu lecken? Gerade eben ging's doch. Oh no. Okay, ich bin vorne. Ich laufe einfach jetzt durch. Und versuche. Nein! Und
versuch keinen Fehler zu machen. Das war's komplett. Okay, die hole ich mir aber. Die hole ich mir, die Katze. Das ist es mir dann doch wert. Aber jetzt rennen wir durch. Mist. Egal. Ich bin wieder vorne. Ich bin wieder vorne. Ich bin wieder vorne. Wenn ich jetzt ruhig spiele und keinen Quatsch mache. Wenn ich jetzt ruhig spiele. Nice. Puh. Ist kurz gewesen, aber an sich okay. Eieiei. Wichtiger Ausbau. Nicht, dass wir wieder auf B runterfallen. Da möchte ich nicht hin. Puh. Gut, dass wir die Katze mitgenommen haben. Die war schon notwendig. Die war schon notwendig. Franzis, Game Man und... Was sind denn heute alles für Man unterwegs? Lost in the Mountains. Ach, warum denn mit Zielbedingungen? Alle 50er Münzen. Ja, super. Das heißt, die da ist auf jeden Fall eine, die später eingesammelt werden muss. Das heißt, irgendwann kommt einer hier wieder vorbei. Und es leckt schon wieder. Sorry, Mario. Oh, fuck. Da ist eine. Oh, okay. Ja, toll. Ja, super. Ja, super. Ich verstehe das Konzept. Und jetzt ist... Oh, nein. Jetzt ist das Ding halt... Hier ist die zweite. Oh, ja. Okay, und es hat schon jemand die dritte. Das heißt, ich muss jetzt nur noch zum Ziel kommen. Bin jetzt aber natürlich... ziemlich gefährdet. Ah! Fucking Legs. Ja, danke. Für die Legs kann das Level nix, aber Zielbedingung ist halt dumm. Ah, ich muss kurz was trinken. Geht die Stimme gerade flöten. So ein Käse. Aber das war doch gerade jetzt echt dumm. Real Talk. Ich bin nur wegen Leck in den Scheiß-Cooper reingerannt. Ach. Direkt vom Ziel. Gamey, Francis ist wieder dabei und Max Bomb 11. Athletic Speedrun. Gegen die Zeit kurz und knackig. Okay. Ich war vorne. Es lief kurz, war ich vorne. Danke, aha. Da hat er wohl einen runtergeschubst. Uiuiuiui. Ja, tschüss. Mario macht einen Abflug. Finde ich gut. Nein! Warum springe ich in den... Oh mein Gott.
mein Gott. Dich hole ich mir. Toadette ist auch wieder draufgegangen. Okay. Ja, tschüss, Toadette. Ich frage mich, ob da oben ein Bonus ist oder ob man da abkürzen kann. Lass mich in Ruhe. Jetzt ist Mario vorne. Oh nein! Tschüss. So. Wie komme ich jetzt hier rüber? Ich muss das auslösen. Und es geht nicht. Oh nein. Nein, das wäre gegangen. Ah, verdammt. Okay, es ist grundsätzlich möglich. Es darf aber zu dem Zeitpunkt kein anderer da hinten sein. Ansonsten verreckt man halt die ganze Zeit. Oh, nee. Okay, was ist da oben? Alternativweg. Ist da wirklich ein Alternativweg? Jetzt komme ich aber nicht mehr da hoch. Ah, nee, das führt dann nur hier rum. Wait, das geht. Das ist wirklich ein Alternativweg. Okay. So, du musst weg. Und ich muss das jetzt hinkriegen. Mit einem gezielten Drehsprung. Nein! Warum bin ich dumm? Warum bin ich dumm? Ich hatte es! Ich hatte es! Nein! Mach dich weg! Nein! Scheiße! Ich hatte es! Warum bin ich dumm? Nein! Oh mein Gott! Okay. Ah nein! Ich wollte sagen, wir gehen den Alternativweg. Ah! Die haben es noch nicht gecheckt. Aber die checken nicht, wie man das Level abschließen kann, ne? Die checken das nicht. Ach komm! Oh verdammt, das Ding ist, ich habe gecheckt, wie man abschließen kann. Oh nee! Und die dürfen es aber nicht mitbekommen. Oh oh. Ah, scheiße. Ah, jetzt habe ich zweimal den Sieg verschenkt, ey. Da! Okay, einmal noch, dann hören wir auf. Also einmal noch verlieren, so meine ich das, dann hören wir auf. Ah, ich hatte so viele Chancen, ne? Kacke. Ja, RIP. RIP meine Platzierung. Ach, Mann. Was ein ärgerlicher Mist. Okay, Fuenes ist wieder dabei, Thomas Kraft und Hugo K. Diesmal bin ich Toadette. Aljukon. Alles klar, Valulu, alles klar. Oh Mann, ey. Mir gefällt der Lakito nicht. Das da gefällt mir schon mehr. Was wirft der denn für Zeug? Alles klar. Okay, zumindest haben wir mit abgeschlossen. Was ist denn das für ein Das Level ist komplett dumm. Der Midway Point beim Ziel. Das ist selbst für ein Singleplayer-Level dumm. Oh.
Holy shit. Das ist selbst für ein Singleplayer-Level komplett. Das war viel zu kurz. Ich will noch eins. Außerdem haben wir ja die Flagge zumindest erreicht. B14, Mr. Kaichi. Power up, ja, nein. Ja. Na gut. Es war ein kurzes Vergnügen mit dem Power up. Oh, weil da ist was los. Checkpoint. Erster mit Checkpoint, nice. Problem sind schon wieder hier Lags, ne? Man merkt schon. Oh boy. Oh boy. Aber wenn mich jetzt irgendein Lag hier das Leben den ganzen Quatsch hier kostet. Ich dachte, ich kann auf die draufspringen. Scheiße. Das ist nicht 3D World. Aber ich bin immer noch vorne. Nein! Ah, die Blume wollte ich mir eigentlich gönnen. Okay. Ich spekuliere drauf, dass Luigi draufgehen wird. Aber Mario... Oh nein, Mario wird nicht drauf. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut, dass Mario mit Blume davor preschen kann. Okay, Mario hat's verkackt. Jetzt können wir wieder ein bisschen ruhiger die ganze Sache angehen. Yes! 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 Puh. Es ist immer so knapp zwischen Sieg und Niederlage. Wichtige Punkte. Holy shit. Wichtige Punkte. Ja. Ist okay für Multi. Bisschen kurz wieder. Aber da wir gewonnen haben, machen wir natürlich noch weiter. Vier von vier, sehr schön. Es kann starten. Wir haben 4 von 4. Oh. 3 von 4. Wir starten auch mit 3 von 4. Los geht's. Sag ich ja. Und Frances ist wieder dabei. Und der Lorden kommt mit dazu. 1-1 Happy Hills. Kurz und knackig. Oh je. Das heißt aber, es könnte einfach sein. Das heißt, wir müssen wirklich schnell durchpreschen. Super. Ganz großartig, wie wieder alle verreckt sind gleich am Anfang. Aber es soll mir recht sein. Dann kann ich jetzt schön, ruhig und gechillt hier ohne Konkurrenz den Sieg holen. Nice. Nehme ich. Nehme ich mit. Kein Ding. Aber viel zu kurz. Deswegen nicht so schön für Multi. Nicht schlecht, aber auch nicht schön. Aber wir bleiben im Rennen. Bis wir verlieren. Und verlieren heißt wirklich nicht mal an die Flagge kommen, ne?
Gegner gefunden. D, 3D, World, Super Bell, Hill 1-1. Okay. Das klingt auch wieder nach sehr, sehr kurz und einfach. Mhm. Na. Okay, ist hier eine Katze? Ah. Egal. Wir gehen oben rum. Nein! Das war wahrscheinlich der Fehler des Spiels. Da kommt man mit Katze aber hoch, ne? Ah, Mist. Alter, willst du mich verarschen? Ah, das reicht. Das Level ist viel zu kurz, als dass das jetzt mit der Katze irgendwas reißen wird. Das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Aber vielleicht schaffen wir es noch bis an die Flagge ran. Also nicht. Ja, keine Ahnung, wo die Flagge gewesen wäre. Ah. Habe ich aber selbst verbockt. Habe ich selbst verbockt. Sieht für ein Multilevel ganz cool aus. Sieht für ein Multilevel ganz cool aus. Ich habe nichts gesehen, was irgendwie unfair gewesen wäre. Insofern gebe ich dem ein Toll. Okay. Dann schließen wir hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben uns ein bisschen verbessert im Multi. Das ist ja okay. Und das war sinnvoller als dieses 0%-Zeug. Tschüss.